Am 14. März fand im Café Hörmann in Mötz ein ganz besonderes Musikantentreffen statt. Neben den Ötztal-Scooter, dem Duo Abendbrot und dem Olperer Duo konnten dort auch interessierte Musiker aus der Umgebung aufspielen. Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Höfer Egon. Ich wohne in Delfs. Ja, ich bin Musiker und ich habe etwas ins Leben gerufen, was es zwar vor einigen Jahren schon gegeben hat, aber ich habe gedacht, dass ich Musikanten besser kennenlernen, rufe ich einmal etwas ins Leben, und zwar das Musikantentreffen. Ja, dazu sind natürlich nicht nur Musikanten eingeladen, sondern ganz viele Gäste, Leute. Also es kann ja jeder kommen, der Lust und Laune hat, ein Instrument hat oder auch nicht. Gell? Warum ich das hier im Café-Restaurant Hörmann in Mötz mache, hat folgenden Grund. Und zwar der Josef, ein guter Freund von mir, der hat mir gesagt, weißt du was, wir machen das gemeinsam. Ich stelle dir das Lokal zur Verfügung und muss sagen, dafür muss ich ihm recht herzlich danken. Wie gesagt, Musikantentreffen findet einmal im Monat statt, und zwar immer am zweiten Freitag. Das heißt, das nächste Mal wäre jetzt das der 11. April hier im Café Hörmann, und ich würde mich sehr freuen, wenn natürlich sehr, sehr viele Leute und auch Musiker kommen. Musiker, welche Musiker, volkstümlich, Schlager, was auch immer, also sie sollen einfach ein Instrument mitsingen, ob sie nur singen oder musizieren, das ist ganz egal. Hauptsache ein Zusammentreffen, ein gemütliches Zusammensein hier im Lokal von Josef im Café Hörmann in Metz.